So, da sind wir wieder. So, so, das waren also die Carthunde. Da hätten wir also quasi die erste Schwadron abbekommen. Jetzt muss ich aber, oder möchte ich mal kurz auf die Karte wollte ich gucken. Okay, da geht es dann nach oben. Sollen wir mal zu dem südlichen Pfad schauen? Matale Anwesen. Ah, das sind die... Oh, da ist nochmal ein... Da ist nochmal ein Carthund. Da ist quasi eine Art Rudel. Ich dachte, das ist ein Löwen. Ich gehe jetzt mal als erstes so in diese Richtung. Die haben immer so Speer. Carthund. Oh, das könnte jetzt natürlich auch übel werden. Aber okay, ich denke, wir müssen durch die alle einfach mal durch. Der sieht aber anders aus. Sorry. Doch, das ist aber ein Carthund. Ist das der Ober-Carthund, weil der so komische Hörner hat? Okay, halt. Das sind verschiedene Carthund-Typen. Hallo? Angreifen bitte. Neata? Greifst du auch mal an? Jetzt aber. Runter damit! Runter damit! Nehmt das! Genau, nehmt das! Oh, sehr schön, Mission. Okay. Du wärst jetzt auch noch da. Und ich kann wieder nicht laufen. So. Genau. Attacke. Der hat sich aber gerade sehr unelegant gedreht. Und ich versuche mal hier was anderes. Verbesserte Unruhe. Oh, das hat aber jetzt gesessen. Oh, der ist ausgewichen. Wer sagt denn, dass der sowas auch kann? Oh, na, wie war das? Mhm. Das ist sehr unglorreich, wie ich da im Augenblick mich anstelle. Ich glaube wirklich, dass das so eine Art Rudelführer ist, der mit den Hörnern. Gut, so, nächsten Carthunde. So. Ach, die schon wieder so einer. Oh Mann, hier. Er hat es nicht anders gewollt. Okay. Er hat es nicht anders gewollt. Okay. Er hat es nicht anders gewollt. Ja, Karth, ist ja gut. Er hat es nicht anders gewollt. Oh. Meine liebe Neata braucht aber dann Heilung nach diesem Kampf. Gut. Uff. Na gut, so Leute, aber ich, wie ich schon gesagt, die Neata braucht Heilung. Noch eine Heilung. Und ich gebe dir noch eine Heilung. So, dann wechsle ich mal zu Karth. Der kann auch, glaube ich, ein bisschen was vertragen. Ja. Und Mission schaut noch relativ gut aus. Ich bin hier. Jawohl. Wir sind hier und jetzt muss ich erstmal wieder die Orientierung gewinnen. Genau. Das ist hier auch ein südlicher Pfad. Und zu welchem Anwesen kommen wir hier? Das ist wohl das konkurrierende Anwesen von der konkurrierenden. Ah nee, auch Matale Anwesen. Aha.
Ja, und ich werde jetzt einfach mal alle Karth-Hunde anspringen, die... Okay. Seltsame Ruinen. Hm. Sie geht automatisch, Leute. Jetzt aber. Ah. Schwersteintür ist versiegelt. Mit einem Laserschwert kommst du hier auch nicht weiter. Dafür ist die Tür zu dick. Okay. Irgendwas müssen wir hier freischalten. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann müssen wir doch mal zum Martale anwesen. Und diese seltsamen Ruinen ein andermal angehen. Viel südöstlicher als das hier kann ich es leider nicht. So, oh, oh, schon wieder Karth-Hunde. Und da hinten sind noch mehr. Und da sind noch mehr. Ach, Menno. Was ist denn eigentlich das hier? Lähmung? Ach, das sind meine Machtkräfte, kann das sein? Ah, sie tut aber schon das, was ich sage, oder? Ah, jetzt aber. Okay. Okay. Oh, und gleich den nächsten. Wo rennst du hin, Neata? Oh, der hat gesessen. Ah, okay. Das ist ja die Ebene der Karth-Hunde. Ja, ja. Mission, bleib mal hier. Ich hab's schon gesehen. Okay. Aha. Uns gehen jetzt ganz schön die Feind in Sicht. Ah ja. Uns gehen jetzt ganz schön die Medipacks verloren. Diese Karth-Hunde sind nicht ohne. Nicht ohne. Autsch. Der steht über uns. Das ist nicht gut. Jawohl. Okay. Nun gut, von diesem Gebiet sehe ich gerade, habe ich gar keine Karte. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich von dem Gebiet hier eine Karte hätte. Gruppenauswahl. Ah, hier könnte ich jetzt meine Gruppenauswahl ändern. Okay, Bastila kann ich scheinbar nicht wählen. Level 7 Jedi, aha. Nee, wir lassen mal die Leute so, wie sie sind. Weil sie darf mir ja wahrscheinlich bei dieser Mission nicht helfen. Kein Jedi darf mir helfen. Okay. Ist das hier das Martale Anwesen? Mhm. Das sieht eher aus wie eine Festung, Leute, als ein Anwesen. Tür. Gesperrt. Zugang nur mit Zugangskarte. Okay. Es ist natürlich die Frage. Hier ist wahrscheinlich der andere Weg, den wir hätten nehmen können, um hierher zu kommen. Und wo geht's dahin? Wahrscheinlich nirgendwo hin. Das ist eine Absperrung. Ja, okay. Hier sind Abluftschächte.
Ich habe so das dumpfe Gefühl, ich sollte mit unseren Freunden hier noch nicht sein. Aber die Frage ist dann natürlich, wie wir weiterkommen, wenn wir tatsächlich in Richtung Ruinen müssten. Aber es ging hier ja auch noch nach rechts weiter. Was natürlich bedeutet, noch mehr Kaffhunde. Ja, können wir an denen vorbeischleichen? Nein, können wir nicht. Ich glaube, unsere Mission ist auch ziemlich, dass wir hier diese Kaffhunde besiegen sollen. Dann machen wir das mal. Die schlafen oder nee? Autsch. Mischen, wieso stellst du dich in erster Reihe, damit sie dich angreifen? Wir wechseln mal die Angriffsart. Starker Angriff. Aha. Na, wie war das? Nimm das! Oh, starker Angriff, das ging die besser. Oh, komm. Gut, Leute. Ja, jetzt sind wir hier. Kommen wir hier weiter? Nein, das ist eine Sackgasse. Die Kaffhunde lasse ich da hinten mal aus. Oder sparen wir uns für den Rückweg. Im Augenblick nur zwei. Oh, geht's denn dahin? Zu den nächsten Kaffhunden. Na klasse. Autsch! Der ist richtig stabil, dieser Oberkarton. Autsch, die greifen alle mich an. Auf geht's! Vielen Dank. Oh, und die nächsten. Momentchen, ich muss jetzt mal zumindest einen meiner Leute. Deswegen schaut die Mission auch so schlecht aus. Angriff. Niata. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zum Mission. Ja? Du kriegst Heilung und nochmal Heilung und dann gehen wir noch zu Karth. Was? Was? Hm? Und die Neata auch noch ein. Ja, wie schon gesagt, die Medikits gehen dahin. Okay. Gut, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, da lang müssen wir, ups. Ist da jemand oder etwas oder Juhani? Ist das die... Oh. Ich bin dein Untergang! Sie ist wohl eine dunkle Sith. Gibt ja wahrscheinlich gar keine hellen Siths. Leute, das sieht nicht gut aus. Kann ich denn Lähmung auf sie anwenden? Boah.
Greifst du an, Neata? Oh, der hat gesessen. Aber... aber ich weiß nicht, ob das reicht. Uff, Leute. Nee. So billig bist du nicht zu haben. Tja, Leute, es sieht nicht gut aus für uns, aber es ist knapp. Ja, Leute, wir stehen hier wieder vor dem Kampf mit Yuhani. Und ich werde ja unser lieben Neata jetzt natürlich alle Lebensenergie geben, die wir zu bieten haben. Und ein paar Verbesserungen. Ein paar Enhancer. Weil... ich glaube, dass wir sonst gar keine Chance gegen die haben. Mal was Überreste. Ich bin dein Untergang. So. Ich versuch's gleich mal mit Lähmung. Ah, Lähmung heißt sie. Ist langsamer unterwegs, okay? Aber nicht lange. Okay, im Augenblick schlagen wir uns noch nicht so schlecht. Noch nicht so schlecht. Autsch. Jawohl. Zeig's ihr, Neata. Ihr seid zu stark. Stärker als ich, selbst in meiner Dunkelheit. Okay. Sie gibt auf, oder wie? Eine Sith, die aufgibt? Wer seid ihr? Ich bin Yuhani und das hier ist mein Hain. Das ist mein Heiligtum dunkler Macht. Das ist der Ort, an den ihr vorgedrungen seid. Als ich die dunkle Seite umarmte, suchte ich mir diesen Ort als Zufluchtsstätte aus. Er gehört mir. Ihr habt euch der dunklen Seite ergeben? Warum? Als ich Master Quatra tötete, wusste ich, dass ich nie würde zurückkehren können. Und jetzt ergötze ich mich an meiner dunklen Macht. Ich verfüge über genug Macht, um das Leben aus euch zu quetschen. Dachte ich zumindest. Tja, das hat nicht funktioniert. Die dunkle Seite ist niemals stark genug. Ich muss über euren armseligen Versuch lachen. Ihr habt Meisterin Quatra getötet? Ja, ich habe sie während des Trainings niedergestreckt. Ich wurde von meinem Zorn überwältigt. Ich habe die Macht des Hasses umarmt. Aber es war nicht genug. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Ich wurde vom Rat geschickt, um den Hain zu befreien. Ich möchte mich nur unterhalten. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Ich bin gefallen und dunkle Macht pulsiert durch meine Adern. Ich kann niemals zum Rat zurück. Deswegen bleibe ich hier. Ich möchte mich nur unterhalten. Reden? Ihr, der ihr mich so mühelos geschlagen habt, wollt reden? Das kann ich nicht glauben. Tötet mich jetzt, solange ihr noch die Oberhand habt. Überreden. Ich habe keinerlei Bedürfnis, euch zu töten, Yuhani. Lügen. Lasst mich allein und kommt wieder, wenn ihr den Mut habt, es zu Ende zu bringen. Okay. Nein. Jedi-Prüfungen. Eine junge Katha namens Yuhani ist für den dunklen Einfluss, der auf dem Hain lastet, verantwortlich. Sie ist der dunklen Seite verfallen, allerdings gibt es durchaus Hoffnung, sie zur hellen Seite zu bekehren. Bringe Yuhani dazu, sich von der dunklen Seite abzuwenden oder vernichte sie, um den Meditationshain für alle Zeiten zu reinigen. Erst dann hast du deine letzte Prüfung bestanden. Gut, Leute. Ich würde aber sagen, das Bestehen der letzten Prüfung, wie wir das hinbekommen, das sehen wir dann im nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Bis Yuhani. Ciao.